Hallo, in diesem Video werden wir sehen, wie wir gewisse Daten aus einer Tabelle per SQL filtern können. Wir haben hier eine Tabelle, die heißt Fahrer, die beinhaltet alle Formel 1 Fahrer und wir wollen sehen, wie wir hier gewisse Fahrer aus dieser Tabelle rausziehen können, per SQL natürlich. Die Tabelle, das sind die Daten der Tabelle. Struktur der Tabelle Fahrer ist hier. Und wenn ich hier gucke, bei Fahrer, das sind die Felder, die in der Tabelle Fahrer sind und das sind alles Textfelder. So, jetzt fangen wir mal an. Fangen wir an mit einer ganz einfachen Abfrage und zwar, wo wir alles abrufen und zwar mit Select Stern from Fahrer. Und da habe ich jetzt alle Fahrer. Will ich jetzt nur oder brauche ich jetzt nur ein gewisser Satz von Fahrer? Nehmen wir an, ich will nur die ersten 10 Fahrer sehen, also ich will nur bis zum Glock sehen. Dann kann ich hier sagen Limit 10 und somit habe ich dann die ersten 10 Fahrer. Ich kann auch natürlich sagen Limit 5. Dann habe ich natürlich die ersten 5 Fahrer. Dieser Limit-Befehl gilt, soviel ich weiß, für die meisten Datenbanken, außer bei dem SQL Server. Da muss man das anders schreiben. Da muss man die Abfrage auf diese Weise schreiben, nämlich Select und dann Top 5 Stern from Fahrer. Das heißt, hier in den meisten SQL-Datenbanken schreibt man erstmal die Abfrage und dann hier unten kommt der Limit und dann die Anzahl des Limits. Und beim SQL-Server sagt man Select und dann Top und dann gibt man die Anzahl und dann kommt der Rest der Abfrage. Okay, so holen wir wieder alle zurück. Und so haben wir wieder alle Datensätze wieder da. So, jetzt nehmen wir mal an, ich will alle Fahrer oder ich will nur die Fahrer sehen, dessen Vorname Nick ist. Wie kann man sowas filtern? Und zwar hier braucht man das Schlüsselwort where. Und jetzt die Frage ist, ich will nur die Fahrer sehen, dessen Vorname Nick ist. Das heißt where. Und dann, bezieht sich auf den Vornamen. Das heißt, ich brauche das Feld Vorname und da schreibt Vorname. Und dessen Vorname Nick ist, das heißt ist gleich. Jetzt, wir haben gesehen vorher, dass alle Felder Text sind. Das heißt hier, weil das Feld Vorname Text ist, muss der Wert, den ich suche, in dem Fall Nick, in Anführungszeichen geschrieben werden. Und zwar in einzelne Anführungszeichen. Also nicht diese doppelten, sondern die einzelnen. Und dann hier kommt der Wert, in dem Fall Nick. So, und jetzt diese Abfrage heißt, suche alles von Fahrer, wo oder dessen Vorname Nick ist. Okay? Und das alles hier bezieht sich auf die Felder. Zeige alle Felder von der Tabelle Fahrer, aber nur bei dem Fahrer, dessen Vorname Nick ist. Und wenn ich das jetzt ausführe, sehe ich, dass ich nur einen kriege. Wir können es auch ändern. Zum Beispiel, wenn ich gehe auf Joe, dann würde ich dann diese 5 erhalten. Also das ist mal ein Weg, wie man das machen kann. Man kann auch zum Beispiel bei der ID, kann auch so sagen, zum Beispiel, wo die ID, zum Beispiel, wer hat die ID 100? Und dadurch, dass das ID-Feld auch Text ist, muss ich auch die 100 in solche Anführungszeichen schreiben. Hätte ich das Feld als Zahl definiert, dann könnte ich die 100 ohne Anführungszeichen schreiben. Aber in dem Fall haben wir alles als Text. Deswegen muss man alle Werte innerhalb dieser Anführungszeichen schreiben. Wer hat den Wert 100? Das ist Kommas. Wer hat einen Wert größer 100? Und in dem Fall muss man aufpassen. Da wird man auch 2 und 3 kriegen, was keinen Sinn macht normalerweise, weil wie gesagt, das sind keine Zahlen, sondern das sind Texte. Und hier mit dem größer als wird dann alphabetisch nach dem nächstalphabetischen Wert gesucht. Und 100 ist alphabetisch vor 2, weil 100 fängt mit einer 1 an und deswegen kommt das vor 2, vor 3 etc. Ne? Und deswegen hier ist es so, man sieht hier, wenn ich kleiner 100 mache, dann kommt nur die 1 und die 10, weil auch wieder hier, das sind die einzigen Texte, die kleiner als 100 oder ja, als kleiner als 100. Es gibt nur die 10 und die 1. Ja? Und so wird dann
wird dann gefiltert, weil das Texte sind. Wenn wir jetzt wenn wir das Feld als Zahl hätten, wäre die Filtrierung ganz anders. Da hätten wir hier die ersten 99 Datensätze. Okay? Und es gibt auch natürlich kleiner gleich. Dann hätte man die 100 auch dabei, beziehungsweise größer gleich. Da hätte man das auch. Und ungleich wäre dann quasi alles bis auf die 100. Da müssten wir alle Datensätze kriegen bis auf die 100. Also wir haben ja anstatt 848, anstatt die 848 haben wir hier die 847 Datensätze. Okay, jetzt, man kann auch mehr als ein Filter einsetzen. Also zum Beispiel, nehmen wir an, ich brauche alle Leute, die Joe heißen und von Frankreich kommen. Also das heißt, hier muss man aufpassen, wie ist die Aussage? Ich schreibe es mal hier unten. Wir suchen alle Leute, alle Fahrer, die aus Frankreich kommen und Joe mit Vorname heißt. So, wie kann man so eine Bedingung jetzt schreiben? Also wir fangen an mit Where. So, jetzt Frankreich, die aus Frankreich kommen, heißt, ich muss mich auf das Feld Nation beziehen, das heißt Nation ist gleich. Jetzt hier hat es keinen Wert, wenn ich hier Frankreich reinschreibe, weil man sieht hier, zum Beispiel hier, da steht nicht Frankreich, sondern French. Also das heißt, ich muss mich nach dem Inhalt des Feldes beziehen. Das Wort, wenn ich hier Frankreich reinschreibe würde, probieren wir es mal aus, Frankreich, und dann ausführe. Das hier ist ja kein SQL, deswegen werde ich hier eine Fehlermeldung kriegen. Um gewisse Texte, um gewisse Elemente in SQL auszukommentieren, dass die nicht wirksam sind, macht man das mit diesem Doppelminus. Und so ist das jetzt ein Kommentar. Das heißt, dieses Teil wird jetzt nicht ausgeführt. Hätte ich das nicht gemacht, würde ich hier eine Fehlermeldung kriegen, garantiert. Und man sieht hier, near alle System Error, weil das ist kein richtiger SQL. Ich kommentiere das aus und somit ist das, wird das nicht mehr als Teil des SQLs gesehen, sondern als Kommentar und wird in dem Fall nicht ausgeführt. Und so sieht man, ich habe nichts, weil in dem Feld Nation steht nirgendwo Frankreich. Ich muss French nehmen, weil das ist, ich muss mich immer auf den Inhalt des Feldes beziehen. Und so sieht man, jetzt habe ich viel mehr Fahrer. Ich habe 73 Fahrer, die aus Frankreich kommen. Und Joe mit dem Vornamen heißt, und da kommen wir jetzt zu dem ersten Schlüsselwort, das man benutzt, wenn man mehrere Filter verwendet, nämlich das Wort AND. Und jetzt, die Joe mit dem Vornamen heißen, das heißt wieder das Feld Vorname ist gleich Joe. Und so hat man jetzt, und so hat man jetzt zwei Filter, in dem Fall mit AND verknüpft. Und was AND macht, ist, es reduziert die Datensätze. Wir haben jetzt hier 73 französische Fahrer. Mit dem AND reduziert sich das auf weniger als 73, weil jetzt müssen die Fahrer nicht nur die Bedingung französisch erfüllen, sondern auch den Vornamen Joe. Das heißt, es werden ja wesentlich weniger Fahrer, weil hier zum Beispiel sieht man, der wird es nicht erfüllen, der wird es nicht erfüllen, der wird es nicht erfüllen und so weiter. Und wie viel haben wir dann? Wir haben dann auch keine. Okay, halt, muss vielleicht Joe mit großem J schreiben, habe ich bessere Chancen. Und ja, nur ein Fahrer, der Joe heißt und kommt aus Frankreich, nämlich Joe Schlesser. Okay, also das heißt, hier kann man sehen, der Effekt von dem AND oder das UND ist, das reduziert, je mehr UNDs man hat, desto weniger Datensätze kriege ich da. Und das ist so ein einfaches Beispiel, das nenne ich immer. Wenn man sagt, ich suche jemand Reiches, okay, ich kriege einen Haufen Leute. Ich suche jemand reich und schön, oh, da wird es schon wesentlich weniger. Ich suche jemand reich und schön und intelligent, da werden die Datensätze schon nochmal weniger und so weiter. Da sieht man, dass je mehr Ands oder beziehungsweise je mehr Uns man in einer Abfrage setzt, desto weniger werden die Datensätze. Das andere Schlüsselwort, das man benutzt, wenn man mehrere Filter hat, ist das Wort OR, oder. Und in dem Fall, OR, ich mache mal das Kommentar hier weg, weil das brauchen wir jetzt nicht mehr. Mit dem OR heißt so, mit dem AND, sorry, ich gehe mal wieder zurück auf das AND. Mit dem AND heißt, dass jeder Datensatz, der hier erscheint, muss beides erfüllen. Er muss in dem Fall French sein und Vorname gleich Joe. Und deswegen mit dem AND reduzieren sich immer die Datensätze. Je mehr ANDs wir haben, desto weniger Datensätze haben wir, weil die ANDs
Beim AND müssen die Datensätze alle Bedingungen erfüllen. Während beim OR muss jeder Datensatz nur eine Bedingung erfüllen. Ja, in dem Fall, wenn ich jetzt diese Abfrage ausführe, werde ich alle französischen Fahrer kriegen, zusätzlich alle Fahrer, die Joe heißen. Ja, weil in dem Fall muss jeder Fahrer entweder nur eine der Bedingungen erfüllen, entweder French oder Joe. Wenn wir hier jetzt ausführen, wir hatten, wenn wir uns erinnern, 73 French-Fahrer und wenn ich mich nicht täusche, 5 Joe-Fahrer. Ich müsste hier ca. 77 Fahrer kriegen, weil einer von denen erfüllt beides. Lass mal gucken, stimmt das? Genau, wir haben hier 77 Fahrer, 73 davon sind die Franzosen und 5 davon sind die Joes. Allerdings einer von den Joes und einer von den Franzosen sind ja die gleiche und deswegen haben wir hier 77 Datensätze. Und da sieht man hier zum Beispiel, der ist jetzt drin, weil er Franzose ist. Der auch, weil er Franzose ist. Und irgendwo ist einer, der beides erfüllt, der Joe Schlesser. Und der hier ist zwar kein Franzose, aber der ist nur drin, weil er Joe heißt. Okay? Und so sieht man der Unterschied zwischen AND und OR. Das heißt, man kann hier sehen, der Unterschied bei OR muss jeder Datensatz nur eine der Bedingungen erfüllen, beim AND muss es alle Bedingungen erfüllen. Und man kann auch Bedingungen oder mehrere Filter zusammen verknüpfen. Also zum Beispiel, nehmen wir an, ich suche nach allen Fahrern, die Franzosen sind und mit dem Vornamen Joe heißen. Ne, schreiben wir es hier mal als Kommentar erstmal. Also alle, die Franzosen sind, tue ich mal abkürzen mit F und Joe mit Vorname. Oder Franzosen sind und Patrick mit Vorname heißen. Wie kann ich sowas machen? Wir haben hier schon den ersten Teil, Nation French und Vorname Joe. Und jetzt kommt der zweite Teil, oder Franzosen mit Patrick als Vorname. Und das heißt, hier könnte man so machen, also ich schreibe mal hier so. Das heißt, es kommt dann OR und dann, du musst mal das kopieren. Und hier wäre die Nation immer noch French und hier Patrick. So, und jetzt hier muss man ja aufpassen. Das heißt, alle Fahrer, die Franzose sind und Joe mit Vorname oder Franzose und Patrick. Das heißt, hier muss ich das trennen. Also das heißt, das ist der eine Teil und das trennt man so mit Klammern. Das heißt, das und gilt nur für die zwei und dann kommt das oder und dann kommt hier der zweite Teil. Und hier wieder, das und gilt hier für nur die zwei und das OR gilt für diese zwei Komponenten, innerhalb, also für diese zwei Klammerbereiche. Okay? Und so kann man seine Abfragen oder seine Filter vereinfachen, indem man die mit Klammer trennt. So kann man das auch, ist auch wesentlich leichter zu verstehen. Wenn ich jetzt ohne Klammern, kann man sich vorstellen, ist dieser Filter sehr schwer zu verstehen, weil er heißt Nation French und Vorname Joe oder Nation French und Vorname, mit wem gilt das AND? Gilt das für all diese drei oder nur? Deswegen ist es ohne Klammern sehr schwierig zu lesen. Und mit den Klammern sieht man, ist es wesentlich einfacher. Da sieht man, ah ja, ich suche nach allen Franzosen, die Joe mit dem Vornamen heißen oder alle Franzosen, die mit dem Vornamen Patrick heißen. Ja? Und deswegen, die Klammern spielen eine sehr wichtige Rolle da. Man kann seine Filter somit trennen und auch, man macht das auch leichter lesbar. Das heißt, wenn man den Code in ein, zwei Jahren wieder anschaut, den man selber geschrieben hat, kann man auch verstehen, ah okay, man kann nachvollziehen, was man damals machen wollte. Und wenn wir das jetzt ausführen, gucken wir mal, was wir da erhalten. Ja, erhalten wir drei Patricks, die Franzosen sind, und ein Joe. Okay? Und so sieht man, so kann man seine Filter erzeugen, und zwar mit dem Where, AND und OR. Und hier mit den Klammern kann man die Filter so, wie soll man sagen, clustern oder trennen, damit man so die in kleine Bausteine gestaltet. Ja, man sieht hier, wir haben jetzt hier vier Filter eigentlich, aber die sind in zwei Bausteine zusammengruppiert und diese Bausteine sind dann mit OR getrennt.